So, wir sind hier zurück bei Grid 2, liebe Motorsportfreunde, hier auf Daiko LP. Und wir gucken mal schnell, dass wir Start drücken. Ja, ich muss das letzte Rennen einmal kurz aufgeben, weil ich da aus Versehen halt aufgenommen habe, obwohl ich noch gerendert habe. So wollte ich das sagen. Autosave-Warnung, okay, los geht's. World Series Racing natürlich. Und da werden wir hoffentlich jetzt noch das Promo-Rennen fahren können. Wenn wir die World Series sind, hier auf Platz 1. Längster Drift in der Karriere waren 113 Meter, da geht noch mehr, okay, würde ich sagen. Mal sehen, ob wir heute ein paar gute Ergebnisse einfahren können. So, Promo kann ich also noch fahren, super. Motor Mavens. Die Ausdauerrennen braucht ein Fahrer Können und außerdem jede Menge Durchhaltevermögen. Wenn die Uhr abgelaufen ist, gewinnt der Fahrer, der die größte Distanz zurückgelegt hat. Okay. Ach so, okay, wer die größte Distanz geschafft hat, okay, gut. Also auf Platz 1 bleiben, bis die Uhr abläuft. Ja, weil sonst kann man keine höhere Distanz kriegen. Und ich kriege hier ein gesponsertes Auto, ein schönes Nissan Cabrio. Perfekt. So, Teilnahme am World Event. Drift. 113 Meter war der längste bisher. Miami South Beach. Fahr heute etwas vorausschauender als sonst. Die Route kann sich im Rennverlauf jederzeit ändern. Okay. Da machen wir das doch. Auf jeden Fall, die Grafik ist geil. Der Wagen ist geil. Let's go. Wenn du Patricks Zielvorgabe erfüllst, kannst du noch mehr für Furore sorgen. Okay. Super durchgekommen hier. Boah, jetzt gegenlenken. Der geht auf jeden Fall mehr ab als die anderen Autos, die ich bisher hatte. Ich bin Fünfter. What? Vierter. François. Keine Ahnung, was irgend so ein Italiener ist vor mir. So, gute Kurve gekriegt. Weiter geht's. Hey. Und da vorne ist noch Thiago Rocha und Nathan Lee. Ein Japaner. Nein. Oder doch? Nee. Zurückspulen. Fuck, was mache ich denn jetzt wieder? Ja, so besser komme ich da jetzt nicht weg, scheiße. Vier Minuten noch, da habe ich ja noch massig Zeit. Das sind aber auch sogenannte Ausdauerrennen und die Strecke scheint, also ändert sich ja dauernd, hat man ja vorhin gerade gehört. Mein Wagenzustandende verschlechtert sich auch dauernd hier. Oh, Nathan Lee ist Erster, immer noch der Japse. Oh, what the fuck, ey. Und der fährt mir einfach die ganze Zeit in der Spur hier. Die Formel, lass mich doch mal überholen. Jetzt packe ich ihn. So, jetzt habe ich ihn gepackt. Jetzt ist nur noch Nathan Lee vor mir. Noch 3 Minuten Rennen. Und Nathan Lee muss ich hier auch mal geschlagen gehen jetzt. Ich werde es dann reparieren. Was willst du reparieren? In der Fahrt oder was? Ja, macht viel Spaß. So, und jetzt muss ich ja einfach nur noch gut fahren. Ist leichter gesagt als getan. Aber 3 Minuten muss ich jetzt noch vorne bleiben. 3 Minuten. Ah, Distanz kann man dann hier vorne Strecke fahren und einfach eine längere Distanz nehmen. So. Auf jeden Fall noch 3 Minuten. Ich sehe jetzt nicht, wie weit er hinter mir ist. Gang. Ich habe auch schon so ein Vorsichtszeichen wieder. Jetzt nicht zu viel riskieren. Hier erstmal lieber ein bisschen vom Gas gehen. Bin gut vorne. Jetzt über die Huckelstraße. Ich weiß nicht, inwiefern Nathan Lee hinter mir ist. Wäre immer nice, so eine Anzeige zu kriegen, Mr. Ingenieur. 2 Minuten noch. Noch bin ich Erster. Ja, und ich mache das jetzt ziemlich gut. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Schön. So. Wenn wir weiter aussehen, erregen und der beste Rennfahrer der Welt wären. 2 Minuten auch hier mal einen ordentlichen Hüftchen gelegt. Im Honda.
hier noch einen ordentlichen Drift hingelegt. Hier weiter gedriftet, nochmal ein Drift. Da hat sich ein bisschen was geändert. Der komische Italiener, dessen Namen ich nicht auszusprechen mag, ist auf Platz 4, auf 3 jetzt. Und Thiago Rocha auf Platz 4 abgerutscht. Ich muss mich hier ein bisschen auf die Strecke konzentrieren. Hier nochmal eine scharfe Rechtskurve. Nochmal über diesen steinigen Asphalt. Aber ich bin Erster. Gleich noch eine Minute. Und hier ist halt einfach nur Concentration. Ausdauer, Alter. Als Rennfahrer braucht man ja auch eine krasse Ausdauer. Weil die ganzen Gehkräfte, die dauernd auf einen wirken. Und diese ganzen Kurven, dieses ganze Drifting. Da braucht man schon eine krasse Konzentration. Die Kurve war auch krass genommen gefährlich. 60 Sekunden jetzt noch, jetzt keinen Fahrfehler erlauben, dann ist die Kiste, glaube ich, sicher nach Hause geschaukelt. Ich weiß auch nicht, inwiefern der andere hinter mir ist. Rückkamera, wie kann man die denn aktivieren, können wir das mal da sagen? Das war auch wieder knapp. Noch 35 Sekunden, dann haben wir das Ding hier nach Hause geschaukelt. 30 Sekunden. 30 Sekunden noch. Ah, okay, dann wird das so angezeigt. Hier nochmal krasse Kurven nehmen. 17 Sekunden. Jetzt kann ja eigentlich nicht mehr viel passieren. 10 Sekunden. 10 Sekunden noch. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daiko! Erster! Yes! Schön das Promo-Rennen gewonnen. Mehr Fans gekriegt. Sponsoren aufmerksam gemacht. 11.504 Meter. Der zweite hat 10.865 Meter gemacht. Okay, weiter geht's. Und das war Nathan Lee. Und man sieht jetzt schon ein bisschen hier rundmäßig unterwegs. Ire dabei, Spanier dabei, Russe dabei, Amerikaner dabei, Mexikaner und so weiter und so fort. Jetzt mal schauen, was es hier gibt. Ziel erfüllt. Für Fans gibt es dazu 59 51.500 haben wir jetzt schon. Nicht in meinem Zimmer hier ist es übelst warm. Ich weiß auch nicht warum. Wenn ich dir einen Rat geben darf, versuch einige deiner Ergebnisse in der Rennserie zu verbessern. Okay. Aber das muss ich doch jetzt hier nicht verbessern. Das passt doch alles. Also mache ich direkt das nächste World Series Racing. Wir sind immer noch in Saison 1. Evo-Rennserie, jetzt kommt Motor Mavens Duell-Serie. Dann kommt noch eine Intel-Rennserie. Und die Finalrunde ist erst demnächst verfügbar. Aber wir machen mal die Motor Mavens Duell-Serie. 5 Kilometer, Kalifornien, Bixby Pass, den ich hasse. Was für Wagen können wir da nehmen? Den Chevrolet, den Ford, den Dodge will ich nicht. Ich war eigentlich mit dem Chevrolet sehr zufrieden. Chevrolet Camaro Z28. Und den packen wir uns auch. WSR Podiumsplatzierung 3. Habe ich bisher. Bei der WSR alle auf Platz 1 bisher. Hallo Kalifornien. Halt dich vom Streckenrand fern, sonst kann es ganz schnell vorbei sein. Und das ist die Duellserie. Ich muss gegen Harrison Carter direkt ran. Krass. Harrison Carter. Übelst der Typ. Beim Duell ist ja wieder alles erlaubt. Oh, 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 oh. Da muss ich mal ein bisschen zurückspulen. Oh, jetzt habe ich ihn gut auffahren lassen. Und ich kann erstmal Gas geben. Er steht da immer noch in der Linie. Hier gibt es ja anscheinend diesen Gummiband-Effekt nicht. Das heißt, das ist geil, da bleibe ich erstmal vorne. Das war ja bei mir fast gut auf einer der absoluten Kreditpunkte. Dass man halt hier diesen Gummiband-Effekt hatte. Das bedeutet halt, dass der PC-Gegner dann einfach wieder weiter nach vorne gepusht worden ist. Egal wie gut man fährt. Hier soll es denn anscheinend nicht gehen, auch wenn er mir jetzt wieder dicht auf der Spur ist. Das kommt auch einfach, weil ich diese Strecke verhasse einfach. Man ja mit dem Dodge auch wahrscheinlich gesehen. So, hier geht's erstmal wieder weiter.
in den Drift. Das ist einfach so eine driftlastige Strecke. Einfach so eine unübersichtliche Strecke. Ich hab's wieder so mit Ecken und Kanten. Und in der City. Hier wird einem echt alles abverlangt. Konzentration, Action und so weiter und so fort. So, hier jetzt mal durch den Gebirgepass. Kann man ein bisschen Speed aufbauen. Nee, das war zu viel Speed. So, hier schön in der Spur bleiben. Aber noch scheppern mir die zu wenig. Also, dass mal der Gegner sagt, oh, ich habe einen Unfall gebaut. Das ist ey. So, jetzt schon drei Viertel der Strecke hier vollbracht. Gleich ist da das Finish. Ich habe noch dreimal zurückspulen. Das könnte was werden, dass ich mich hier im ersten Duell durchsetze. Nochmal einen Gang höher schalten, jetzt kommt hier diese Speed-Passage. Jetzt geht es hier auch schon auf die Zielgerade zu. Nee, nochmal zurückspulen. Und nochmal zurückspulen, ich glaube, das ist mein letztes. Muss ich schon früher einfach aus dem Speed raus und dann schafft man das hier als erster über die Ziellinie. Wunderbar, gewonnen. 2 Minuten 9. Damit hätte ich die Challenge knapp auch gerade geschafft. Harrison Carter direkt rausgeschmissen, den guten Mann. Auch im Z28 fährt er. Bruno Silva ist immer noch drin. Auch einer meiner, ja, wie kann man es sagen, auch einer meiner absoluten Kontrahenten. So weiß es. Was verwendet das Auto ist immer noch. Auto ist immer noch der Ford Mustang, aber ich glaube, das wird bald der Camaro sein. Bald Hallo Kalifornien! Halt dich vom Streckenrand fern, sonst kann es ganz schnell vorbei sein. Jetzt gegen Jason Smith, ein weiterer Amerikaner. Er fährt okay, hier im Honda. Die Strecke kennst du ja schon. Ich will heute eine neue Bestzeit sehen. Aha. Sagst du so leicht. Willst du mal fahren? Ich mach dir hier die Ansage. Ich brauche nicht, dass es scheppert. Am Anfang direkt. Ich habe gedacht, ich kann den dann wieder super schön abdrehen oder so. Aber die Kurve hat nicht galant genommen. Die war nicht so geil. Jetzt kommt er hier. Er ist mir richtig dicht dran. Ich merke das. Ich spüre seinen Atem. Von hier erstmal meine Heckschürze. Die geht halt auf den Drift der Camaro. Da merkt man das richtig. Und jetzt. Ich war gerade Antivir losgegangen. Ich hoffe, das kann man alles noch nach wie vor hören. Ich hasse Antivir einfach. Aber es geht ungeschnitten weiter. Die Folge seht ihr noch. Ich müsste ja schon mal eine Folge so zusammenschneiden. Da tut es mir immer leid. Jetzt hier auf der Strecke bleiben. Oh, der rammt mich erstmal richtig krass von hinten. Der Jason. Und jetzt bin ich hier krass abgelenkt. Kann mich hier nur knapp vorne halten. Jetzt hier ein bisschen Gas raus. Hier kann man jetzt noch Vollgas liefern, ehrlich. Jetzt kommt hier die gefährliche Kurve. Also langsam werde ich auch besser auf dieser Strecke hier. Obwohl ich die nach wie vor einfach nicht mag. Und dieses Sandes in diesen engen Passagen. Als auch engen Straßen hätte ich auch sagen können. So. Jetzt sitzen wir kurz am Kopf liegen. Hier muss man sich schön konzentrieren. Schön. Und hier ist schon fast das Finish. Und das wird der Sieg. Jawohl. Der nächste Sieg. War das eine neue Bestzeit? 2,8, ja, besser als die alte auf jeden Fall. Und jetzt geht's gegen Bruno Silva. Chevrolet Camaro Z28. Den will ich mal aufschreiben. Camaro Z28. Und eine Runde geht noch. Das Finale seht ihr auch in dieser Folge. Rekordserie bei WSR Events 3. Gut.
mein Bein juckt. Fahrende Distanz bisher 135,2 Kilometer. Und natürlich der wieder meine Waldabschnitt Haschrecke. Erfordert höchste Konzentration. Ein falsches Bix Manöver, du wickelst dich um einen Baum. Und los geht's. Und Bruno Silva hat einfach einen unglaublich schnellen Wagen. Beim Duell gibt es keine Strafen für Kollisionen. Dein Gegner wird also aggressiv sein. Pass gut auf. Ich werde aber auch aggressiv sein. So, ihn erstmal abgehängt. Und weiter geht's. Hat auf jeden Fall die schnellere Mühle. Aber ich bin hier noch ziemlich glimpflich weggekommen. Und jetzt gibt's eine fette Drehung. So halte ich ihn auf der Straße. Krasses Tip-In-Manöver. So nenne ich es jetzt einfach mal. Und Bruno Silva ist mir auf den Fersen. Jetzt fahre ich zu krass. Scheiße, was mache ich da? Da ist er wieder gewesen. Bruno. Aber ich will unbedingt Erster werden. Aber ich weiß nicht, inwiefern es hier für die World Series auch Punkte gibt. Im Gesamtklassement. Ich denke mal auch 20 für den Sieger. Und da ich Harrison schon in der ersten Runde rausgeschmissen habe, gibt das dann krasse Punkte für mich. Und da ist er. Wollte mich hier von der Strecke abdrängeln. Das ist ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich habe auch schon einen Backstep verbraucht. Und wie gesagt, ihr sollt mir mal sagen, was ihr davon haltet, von diesem Back-Push-Dinger. Oder ob ich die einfach ignorieren soll und nicht nutzen soll. Aber ich denke mal, das geht in Ordnung. Wow. Bruno Silva ist schneller. Ich muss hier schon einiges mit Fahrerskills machen. So. Die Kurve war natürlich extravagant genommen. Hier mit meinem Racetag ausgestattet und Sponsoren waren. Ich glaube, die sind echt stolz auf mich. Und da ist es passiert. Leicht überdreht. Und jetzt muss ich aufpassen, dass er nicht an mir vorbeizieht. Er hat eindeutig den schnelleren Wagen. Scheiße! Oh fuck! Jetzt wird's echt nochmal knapp. Ist er raus? Nee, ist nicht raus. Scheiße, jetzt habe ich nur noch einen Backspace. Scheiße, und er ist vorbei. Das ist doch die Zielgerade, ne? Fuck! Ja. Scheiße. Jetzt werde ich hier doch nur Zweiter. Es sei denn, ich kann ihn jetzt nochmal entscheiden von der Bahn crashen. Kann ich nicht. Nein! Die Schultern zusammenziehen. Pass gut auf, wenn du etwas versuchst. Der Kerl kämpft mit harten Bandagen. Scheiße. Komm, ich nehm's hin. Ich bin nur Zweiter geworden. Achso, hier gibt's nur Rennen gewinnen oder verlieren anscheinend. Aber ich bin Erster in den Rennen geworden. Jetzt Zweiter, Leute. Und ich kriege ein paar Fans dazu, hoffe ich. Ja, Bruno Silva ist halt nicht schlecht. Ich habe die letzte Kurve versaut. Ah, 64.250 Fans. Kann man sich doch sehen lassen mit den Leuten. Okay, Hannes. Die Fans hier in den USA sind von der WSR begeistert. Wir sollten jetzt also unser erstes Rennserienfinale veranstalten. Wir sehen uns am Start dieses Saisonabschlusses. Okay, entweder machen wir jetzt das Finale. Ich schaue nochmal kurz drauf. Finale ist verfügbar. Aber ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall vorher auch noch das Rennen fahren. Die Intel-Rennserie und danach das Finale machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge mit der Intel-Rennserie. Tschüss, Leute.